Hallo, mein Name ist Michael Herzog und ich bin Freifunker aus der Community Recklinghausen. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr den Fernzugriff per SSH auf eurem Freifunkrouter aktiviert und von einem Windows-Rechner aus mit dem Tool PuTTY darauf zugreift. Dafür müsst ihr euren Router erstmal mit eurem Rechner verbinden und ihn in den Config-Mode versetzen. Aus den anderen Tutorials wisst ihr sicher noch, wie das geht. Reset-Schalter ein paar Sekunden gedrückt lassen, bis alle LEDs einmal kurz aufblinken. Jetzt können wir im Browser wieder Lucy aufrufen, unter der Adresse http://192.168.1.1. Zur Konfiguration des Fernzugriffs müssen wir vom Wizard in den Expertenmodus wechseln. Remote-Zugriff klingt doch gut. Wie ihr seht, könnt ihr für den Root-Zugriff hier auch einfach ein Passwort hinterlegen. Sicherheitstechnisch ist es mehr der Stand der Technik, dort mit Schlüsseln, den SSH-Keys, zu arbeiten. Schlüssel generieren wir uns mit dem Tool PuttyGen, das zusammen mit PuTTY auf die Festplatte gespeichert wird. Die Einstellungen hier sind okay, also klicken wir auf Generate. Damit unser Schlüssel extra sicher wird, möchte PuttyGen ein paar erratische Mausbewegungen von uns. Das kriegen wir hin. Bam! Zahlensalat generiert. Unter KeyComment könnt ihr eine Beschreibung für den Key setzen. Das lasse ich jetzt hier aber mal auf Standard. Zusätzlich abgesichert wird der Schlüssel über eine Passphrase. Das ist sowas wie ein zusätzliches Passwort, das man braucht, um den Schlüssel erstmal freizuschalten. Was habe ich denn hier jetzt eingetippt? Egal, nochmal. Wenn ihr kein Windows benutzt und dementsprechend auch kein PuttyGen zum Rumspielen habt, googelt einfach mal nach SSH-KeyGen. Linux und macOS liefern die nötigen Tools zum Fernzugriff nämlich schon mit. Erratische Mausbewegung. So. Die Schlüssel speichern wir uns als Datei ab, da wir sie später nochmal in dieser Form brauchen. Den öffentlichen Schlüssel, auch Public Key genannt, kopieren wir uns in die Zwischenablage und fügen ihn in das Feld SSH Keys ein. Und speichern. Zurück in die Wizard-Ansicht. Ganz nach unten scrollen. Speichern und neu starten. Die Übung kennt ihr schon, den Router vom Rechner trennen und wieder in das Heimnetzwerk einstecken. Dann probieren wir unseren Fernzugriff mal aus. So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, welche IP, also Anschlusskennung, unser Router hat. In der Domäne Ruhrgebiet ist das relativ einfach, da alle Router eine öffentliche IPv6 kriegen, die aus dem ganzen Internet aus abrufbar ist. Solange euer Internetzugang fit für IPv6 ist, versteht sich. In anderen Communities muss man sich erstmal mit dem Freifunknetz verbinden, um an die Router ranzukommen. Bei den Details hilft euch eure lokale Community weiter. Für meine Zwecke rufe ich aus der Ruhrgebietskarte den Alfred auf, der mir alle bekannten Router mit Namen auflistet. Finde FF-RE-, hier ist er doch schon. Der Link verrät mir die öffentliche IPv6, unter der sich der Router auch mit seiner Statusseite meldet. Die kopiere ich mir erstmal in die Zwischenablage. PuttyGen brauchen wir erstmal nicht mehr, Fenster zu. PuTTY.exe, da geht es weiter. Wir wollen administrativen Zugriff, das geht über den Benutzer root. Wir tippen also root, add und setzen die IP dahinter. So ähnlich wie bei einer E-Mail-Adresse. Um uns auszuweisen, müssen wir noch die Datei mit unserem SSH-Key anliefern. Aus dem Optionsbaum klicken wir uns SSH heraus und Auth. In diesem Feld können wir unsere Schlüsseldatei mit dem privaten Schlüssel angeben. Zurück auf Session, da tippen wir unter Saved Session einen Namen ein und speichern unsere Angaben erstmal zwischen. So, Spannung steigt. Dun, da, dun. Dun, da, dun, 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 da, dun. Dun, 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 dun. Tja, wie ihr seht, muss das nicht sofort klappen, auch wenn alle Angaben richtig sind. Deswegen habe ich die Angaben auch zwischengespeichert. Wir warten 1-2 Minuten ab und probieren es einfach nochmal. Ah, na klar. Ich habe für das Tutorial einen Router verwendet, den PuTTY schon kannte, verwende aber neue Schlüssel. Das gibt natürlich eine Sicherheitswarnung. In diesem Fall ist das aber okay und ich kann mit Ja bestätigen. Das sieht doch schon besser aus. Benutzername root, unser Schlüssel wurde übertragen, jetzt müssen wir nur noch mit unserer Passphrase aufschließen. Irgendwelche Sternchen oder sowas seht ihr bei der Eingabe nicht, also aufpassen, wo ihr mit den Stummelfummeln draufdrückt. So, wir sind drin. Euer Freifunkrouter lässt die Hosen runter und meldet sich als das, was er ist. Ein kleiner Computer, auf dem das Linux-Derivat OpenWRT rennt. Jetzt könnt ihr alles machen, was ihr mit einem anderen Linux-Computer auch machen könnt. Einem Computer, der eine langsame CPU hat und ganz, ganz wenig freien Speicher.
Gerade wenn euer Router ohne eigenen Uplink in der Wolke hängt, kann es gerne mal passieren, dass Eingaben verzögert ankommen oder ihr zwischendurch mal ganz rausgeschmissen werdet. Geduld müsst ihr also schon mitbringen. Ein Wort der Warnung noch. Den Fernzugriff dürft ihr nur aktivieren, wenn ihr den Freifunkrouter in euer eigenes Netzwerk hängt. Stellt ihr bei einem Gastronomen oder in einer Arztpraxis einen Freifunkrouter auf, müsst ihr den Betreiber des Netzwerks über den Fernzugriff aufklären und eine Erlaubnis einholen. Die ganzen eingebauten Sicherheitsmechanismen eines Freifunkrouters kann man über diese Shell nämlich wunderbar wieder einreißen und Blödsinn anstellen. Von der ethischen Betrachtung mal ganz abgesehen, wenn irgendwo von Hackern das Netz aufgestemmt wird und plötzlich ein nicht dokumentierter Fernzugriff im Raum steht, habt ihr ganz schnell euren Hintern in der Schusslinie. Naja, eigentlich wollen wir ja nur ein paar Möglichkeiten in der Hand haben, die ganze Freifunkgeschichte zu konfigurieren, auch wenn Router in 100 Metern Höhe auf einem Kirchturm hängen. Was man da so machen kann, zeige ich euch in einem der nächsten Tutorials. Bis dahin viel Spaß und danke, dass ihr bei Freifunk mitmacht.